wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zum Gottesdienst. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben es wirklich gut. Wir haben eine Stunde mehr Wochenende. Wir haben wunderschönes Wetter. Die Kirche ist rappelvoll. Wir sitzen in einer wunderschönen Kirche und können zusammen Gottesdienst feiern. Wir wollen jetzt diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind, ich weiß nicht, ob Sie alle das wissen und wer vielleicht im Kontrafunk dann später zuhört, wir sind hier in der ersten nachreformatorischen Dorfkirche Deutschlands und damit auch Europas. Die erste, die nach der Reformation als Dorfkirche evangelisch gebaut wurde. Also alle anderen Kirchen, die wir auch in unserem Bereich haben, sind ja vormals, die älteren jedenfalls, vormals katholisch gewesen, ist klar. Diese Kirche ist als evangelische gebaut und als die erste, so wird uns zumindest von den Fachleuten gesagt, gebaut worden. Und vor oder hinter mir sehen Sie den Renaissance-Altar, der seinesgleichen tatsächlich sucht. Es ist der einzige in Europa noch original erhaltene Renaissance-Altar überhaupt. So sagen zumindest die hochkarätigen Fachleute, die mithilfe der Oetker-Stiftung Dr. Oetker diesen Altar restauriert haben. 500.000 hat das alleine gekostet. Also dann kann man etwas ermessen, was das hier ist. Und ich kann nur alle, die hier noch nicht gewesen sind, einladen, schauen Sie sich die Kirche hier in Bristow in der Mecklenburgischen Schweiz einmal an. Und wer noch eingehendere Erläuterungen haben möchte, der kann nach dem Gottesdienst gerne noch mal zu mir kommen und ich kann auch einige Erklärungen geben. Und wer vielleicht dann irgendwann die Mecklenburgische Schweiz besucht, der kriegt dann auch spezielle oder exklusive Erläuterungen dazu.
Wir wollen jetzt auf ein paar Verse aus dem längsten Psalm hören. Das ist der Psalm 119 und ich lese die Verse 1 bis 18, bis 16, Entschuldigung. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Weg gehen. Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnungen anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen ich deine Bestimmungen einhalte. Dann werde ich nicht in Schande enden, wenn ich auf alle deine Gebote schaue. Mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnung befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. An deine Bestimmungen will ich mich halten. Verlasse du mich nur nicht ganz und gar. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem er sich nach deinem Wort, Herr, richtet. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen seist du, Herr. Lehre du mich, deine Bestimmungen zu folgen. Ich selbst will weitererzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnungen nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deine Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Wir wollen beten. Herr Jesus, himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du dich in deinem Wort offenbart hast, Herr, dass wir dich ganz persönlich kennenlernen dürfen und dass du uns deinen Weg mit uns aufzeigst, Herr. Herr, dein Weg führt in die Gerechtigkeit und unsere eigenen Wege führen nur in die Verdammnis. Herr, danke, dass wir uns hier versammeln dürfen, um dir die Ehre zu bringen, der du für uns am Kreuz gestorben bist, Herr, der du uns aus dem Tod erlöst hast und wir jetzt ganz dein sind. Herr, wir wollen dich bitten für den Gottesdienst, dass du ihn segnest, dass du Peter Hane segnest, dass er deine Worte redet und dass du unsere Herzen für dein Wort aufschließt, Herr. Amen.
Ich lese aus dem Alten Testament 1. Mose 8, Vers 18 bis 22 und 9, Vers 12 bis 17, Gottes Bund mit Noah. So ging Noah hinaus mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne mit ihm. Dazu alle Tiere, alle Kriechtiere, alle Vögel und alles, was auf der Erde kriecht, nach ihren Arten. Alle gingen sie aus der Arche. Noah aber baute dem Herrn einen Altar, nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den herrlichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen: Nie mehr will ich die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will nie mehr alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen, bei euch auf ewige Zeiten. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, dann soll man meinen Bogen in den Wolken sehen. Dann will ich an meinen Bund zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen unter allen lebendigen denken, damit nie mehr die Wasser zu einer Sintflut werden, um alles Lebende zu verderben. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, damit ich ihn sehe und denke an den ewigen Bund zwischen Gott und allen lebendigen Seelen unter allem Lebenden, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allem Lebendigen auf der Erde aufgerichtet habe. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, auf
Das stand auf der Titelseite am 10. November 1989, unvergessen. Die größte Tageszeitung Europas, die Bild-Zeitung, titelte: Nun danket alle Gott. Nach diesen dramatischen Stunden in der Nacht vom 9. zum 10. November. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Hörer des Köntrapfunks können das jetzt nicht sehen, was ich in der Hand habe. Es sind 700 Gramm Sprengstoff, absoluter Sprengstoff, Dynamit, viel mehr als ein Molotow-Cocktail oder irgendwas vermag. Ein Buch, das in Schwarz eingebunden ist und nach 70 Jahren oder sagen wir mal 65 Jahren auch ziemlich zerlesen ist. Gefährlicher als alles Dynamit. Sprengstoff zwischen zwei Buchdeckeln. Die Bibel. Die Bibel. Das war so, das ist so und das wird immer so bleiben. Wenn auch zum Beispiel der aktuelle Vorsitzende der größten C-Partei nicht mehr weiß, was hier steht. Es gibt zum Beispiel zwei Geschlechter. Hier steht die wahre Geschichte vom Regenbogen, die wir eben gehört haben. Hier steht, wie ich mit meinem Leben umgehe, mit Geld, mit Sex, Erziehung, mit Vater und Mutter, mit dem Staat, mit meinem Körper, Stichwort Impfen oder Masken, wie ich damit umzugehen habe, steht alles zwischen diesen beiden Buchdeckeln. Hier gibt der Konstrukteur des Lebens, der Konstrukteur der Welt, seine Bedienungsanleitung, und zwar bis ins Detail. Wer sich daran hält, wird leben. Wir haben das im Wochenspruch zu Anfang gehört. Haltet meine Gebote, so werdet ihr leben. Den Umkehrschluss erleben wir in diesen Monaten dramatisch, wie es ist, wenn wir Gott vergessen haben. So halt es durch die Jahrtausende. Haltet meine Gebote, so werdet ihr leben. Die Bibel, eine Bedienungsanleitung und gleichzeitig der Liebesbrief Gottes an uns, in dem er uns sagt, dass er für uns da ist. Der größte Liebesbrief, der je in der Weltliteratur geschrieben wurde. Deshalb ist es wichtig, dass diese Bibel vom Lesebuch zum Lebensbuch wird. Und wer sie liest, das Aktuellste, was es gibt, Axel Springer, der auf die Bild-Zeitung gesetzt hat, nun danket alle Gott, sagt als Verleger, die Bibel ist jeden Tag eine Neuerscheinung und nicht irgendwas Altes aus dem Museum. Sprengstoff pur, Dynamit. Im Griechischen haben wir ja dieses Wort Dynamis, daher kommt das. Sprengstoff. Und auf der anderen Seite heißt Dynamis Kraft, Energie. Das wird befürchtet, was in der Bibel steht, besonders von Diktaturen, auch von Meinungsdiktaturen. Sie fühlen sich gestört, bedrängt, angegriffen von diesen Verschwörungstheorien, die in diesem Buch stehen, von diesen Fake News und wie Jesus da vor sich hinschwurbelt und die Gebote für aktuell erklärt. Ja, wo kommen wir denn dahin? Da fühlt man sich heute angegriffen. Durch die Bibel, aber auch durch Christen, die das fundamental als ihre Lebensgrundlage leben und radikal vertreten, nämlich, wie es im Griechischen heißt, von der Wurzel her, von der biblischen Wurzel her leben. Nehmen wir nur mal die DDR, ganz praktisch hier in Mecklenburg, in dieser wunderschönen Kirche, mit diesem einzigartigen Altar und dass das alles erhalten ist. Ich denke jetzt bei jedem Pudding, den ich von Oetker esse, daran, wer das alles bezahlt hat.
In den 70er Jahren wollte der mecklenburgische Kirchenbote einen wunderbaren Bibelvers dick drucken, eine Andacht darüber schreiben, weil dieser Vers auch der Vers der Woche war, über den man dann normalerweise eine Andacht schrieb. Die SED-Zensur griff sofort ein. Der Vers lautete: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalm 18, Vers 30. Ja, wenn das kein Sprengstoff ist, wer die alten Predigten vor 1989 einmal nochmal liest und hört, hier von Pastor Uwe Holmer, der Weltgeschichte gemacht hat, als er Erich und Margot Honecker im Winter 1990 10 Wochen in seinem Pfarrhaus aufnahm. Wer seine Predigten liest oder die vom Uwe Holmer des Südens, Dr. Theo Lehmann, dem Jugendpfarrer im damaligen Karl-Marx-Stadt, es hat noch nie ein Pfarrer in deutscher Sprache durchgehend vor so vielen Menschen gesprochen wie er. 5.000, 6.000 junge Leute im Karl-Marx-Stadt, in der Hochblüte der DDR-Diktatur. Allein das Verlesen des Gotteswortes durch diese Pfarrer machte den Herrschenden schon Angst. Nur das biblische Wort, ohne Auslegung. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Man zuckt dann zusammen, was in der Bibel steht. Ich werde nie vergessen, als Mitglied der Synode der EKD hatten wir einmal, nicht besonders geistreich waren ja dann immer diese Themen, die man über sich ertragen lassen musste. Also da spielten wir mal für 6 Tage Gewerkschaft, also ausnahmsweise nicht Klimareligion und auch nicht Kernkraftreligion, sondern da spielten wir Gewerkschaft unter dem Titel Gott ist für die 5-Tage-Woche. Ich werde nie vergessen, wie der schwäbische Dekan Kurt Hennig damals auftrat, als Redebeitrag, hatte die Bibel in der Hand und sagte: 5 Tage sollst du arbeiten. Entschuldigung, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. sollst du ruhen. 2. Mose 23. Und dann setzte er sich wieder. Damit war eigentlich alles gesagt, wie Gott das sieht. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das war vor dem 9. November 1989 Sprengstoff. Alleine dieses Wort. Man denke nur an den göttlichen Befehl an Abraham, der auch der Zensur der DDR anheimgefallen ist. Da heißt es: Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Das war noch schlimmer als die damalige Zigarettenwerbung Go West, die ja vor allem in West-Berlin im Blick auf den Osten plakatiert wurde. Ja, es waren Kerzen und Gebete und Montagsspaziergänge, die das Unrechtsregime in die Knie gezwungen haben. Vollendet an meinem Geburtstag, den ich seit 20 Jahren in den USA verbringe und morgen wieder losfliege. Mit Gott sprangen befreite Menschen buchstäblich über die Mauer. Viele unserer Kontrafunkhörer haben das erlebt, die direkt an der Todesgrenze des Unrechtsstaates lebten. Ganz konkret ein ganz großes Wunder. Aber wir haben es im Ohr noch. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Es war am 15. Juni 1961, Walter Ulbricht. Am 13. August begann der Mauerbau. Von Erich Honecker, damaligen FDJ-Chef, befehligt und praktisch ausgeführt. Und exakt in seinem Büro, mit Blick auf die Linden und ins Brandenburger Tor, habe ich 40 Jahre später gesessen. Im Hauptsitz des ZDF-Studios in Berlin, in Zollernhof. Was für eine Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Das waren die Fake News einer sozialistischen Verschwörungstheorie.
Ich weiß, wie ich die Mutter von Chris Goffroy in meiner Sendung hatte. 20 Jahre alt, der Junge. Er war der letzte Mauertote. 5. Februar 89. Er hätte nur 9 Monate warten müssen. Am Britzer Kanal in Berlin-Treptow. Abgeknallt wie ein Hase. Jahre später sagte Günter Schabowski, der mit seinem Gestotter am 9.11. Jahr gegen 19 Uhr zum Werkzeug Gottes wurde in meiner Sendung, ist denkwürdig heute noch bei YouTube zu sehen, ich schäme mich für alles, was ich den Leuten in der DDR angetan habe. Habe ich geweint. Wie beim Ereignis selbst am 9. November. Sowas vergisst man nie. Ja, wir können mit Gott rechnen. Weltlich heißt es, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Wenige Tage später war das Makulatur. Niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht einzuführen. Niemand hat die Absicht, Schulen und Altenheime zu schließen und zu isolieren. Niemand hat die Absicht. Es hat sich nichts geändert. Niemand hat die Absicht, das ist die menschliche Lüge. Aber Gott legt die Karten offen auf den Tisch. In seinem Wort ist alles nachzulesen. Und es kulminiert in diesem Satz, der nun Zufall ist, ein Pseudonym Gottes, diesmal der Wochenspruch ist. Haltet meine Gebote, so werdet ihr leben. Niemand hat die Absicht, das war die menschliche Lüge. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist göttliche Wahrheit. Wem wollt ihr glauben? Wem wollt ihr gehorchen und damit gehören? Menschlichen Versprechungen oder dem lebendigen Gott? Wem? Auf Gott ist Verlass. Ich weiß noch, wie ich auf der Straße des 17. Juni an der Siegessäule am 24. Juli die Live-Übertragung gemacht habe. 2008, 18 Uhr. 200.000 Menschen. Und es schallte dieser stolze Satz, der dann wie ein Mantra die nächsten Jahre wiederholt wurde. Yes, we can. Ich habe das noch im Ohr. Barack Obama, der einen Friedensnobelpreis bekam und eine politische Trümmerlandschaft hinterlassen hat. Dieses stolze Yes, we can, wir können das. Das ist bis heute die Parole der Selbstüberschätzung. Dieser elenden Hochmoral, dieses überheblichen Sendungsbewusstsein. Wir schaffen das. Das war die unsägliche, hochmütige und völlig irrsinnige deutsche Variante. Yes, we can. Ja, wir schaffen das. Wir. Gott spielt gar keine Rolle mehr. Helmut Kohl hat in den entscheidenden Wochen des November 1989 ständig von Gebet und von Gottes Hilfe und von Wundern gesprochen. Und zum Schluss dann der große Zeitungstitel, nun danket alle Gott. Spielt Gott bei uns überhaupt noch eine Rolle? Wir schaffen das. Yes, we can. Das waren die Worte und Parolen menschlicher Führer. Ganz anders aber der legendäre König David. Dieses Staatsoberhaupt mit Fehlern und Macken, mit Pleiten und Pannen, mit Versagen und Verschulden. Aber er war ein Mann Gottes. David, der König Israels, 1000 vor Christus. Von ihm wird man noch reden, wenn längst eingetroffen ist, was Theo Lehmann in seine Liedzeilen packt, die Mächtigen kommen und gehen. Auch jedes Denkmal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort baut, dem sichersten Standpunkt der Welt. David, seit 3000 Jahren bekannt, als Mensch und in seinen Taten und Worten. Und David sagte nicht, yes, we can. Wir schaffen das in Israel.
oder wir schaffen das. Nein, er schreibt in seinem Psalm, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Reformationstag. Mit unserer Macht ist nichts getan, dichtet Martin Luther. Wir sind gar bald verloren. Es kämpft für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Es ist Jesus Christ. Das ist der Schlachtruf derer, die sich an Gott halten. Nicht ich, sondern er. Das heißt doch, die Perspektive macht es. Wie bei den Werbefotos von der Zugspitze. Für die arabische Welt kommt die Perspektive ohne das Gipfelkreuz. Und unsere elendfeige deutsche Nationalmannschaft hat für die Weltmeisterschaft in dem diktatorischen Staat Katar, von dem wir jetzt froh sind, dass wir Energie kriegen, den Regenbogen abgeschafft. Den gibt es mit Gratismut nur gegen Ungarn. Was für eine Feigheit. Das ist der alles entscheidende Unterschied. Die Perspektive, der Blickwinkel, der Unterschied zu den hochmütigen, ideologischen, verblendeten, von Selbstüberschätzung geprägten Slogans, yes, we can. Wir schaffen das. Nein, der Christ sagt mit dem großen Staatschef David, mit meinem Gott kann ich es schaffen, sogar über Mauern zu springen. Das sollte es 3000 Jahre später übrigens nochmal geben. Kein König, sondern eine Königin. Die Queen war eine tief fromme Frau. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die ja im Kontrafunk täglich zu hören ist, weiß das als enge Verwandte. Sie sei fromm und bibelfest gewesen, sagt sie. Sie kniete jeden Abend vor ihrem Bett und betete. Sie selber sagt, der Anker in meinem Leben ist mein Glaube an Jesus Christus. Da kann man nur singen, adventlich, o wohl dem Land, o wohl der Stadt, die diesen König bei sich hat. Vor vielen Mauern hat auch diese Frau gestanden. Und wir? Schuld, Angst. Das sind doch die Mauern, die uns einengen. Daher kommt ja das Wort Angst. Selbstüberschätzung. In einer Zehntelsekunde ist man eingemauert. Herr Doktor, ist es Krebs? Ja. Zehntelsekunde. Man ist eingemauert. Todesfälle. Streit. Arbeitslosigkeit. Wie kommen wir durch den Winter? Wie geht es weiter? Jede dritte Kirche wird inzwischen geschlossen. Die Moscheen schießen wie Pilze aus dem Boden. Diese elende Selbstzerstörung des organisierten Christentums. Mauern über Mauern. Dieses ewige Ausgrenzen. Dieses Einmauern anderer Meinungen, anderer Richtungen, was einem alles nicht passt. Man rühmt sich der Vielfalt und der Diversität in Kirche und Staat, aber man errichtet überall Mauern voller Hass, bis hin zum Verhaften, zum Einsperren, zum Berufsverbot. Hassprediger bis in die Staatsspitze hinein. Was ist aus unserem Land der Reformation geworden? Wir sind in der ältesten Dorfkirche, die nach der Reformation erbaut worden ist. Was für ein historischer Anlass! Was war das damals, was aus dieser Kirche in der Mecklenburgischen Schweiz in diese Region gepredigt wurde? Kompromisslose Klarheit aus dem Worte Gottes. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.
Und wer sich an ihn hält und an seine Gebote, der wird leben. Der Umkehrschluss ist dramatisch. Was ist aus unserem Land geworden? Aus dem Land von Luther, von Bach, von Einstein, Ratzinger, Bonhoeffer. Mauern über Mauern. Schier unüberwindbar. Man möchte verzweifeln. Ich denke an Bernhard Vogel, ist ja der einzige Politiker, der in zwei Bundesländern Ministerpräsident war, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Ich habe damals die Trauerfeier für die Opfer der Flugschau in Rammstein übertragen. 28. August 1988. 70 Tote. 1000 zum Teil schwer Verletzte. Und ich erstarrte damals in dieser überfüllten Kirche, wie hier heute, als der fromme Vogel, ausgerechnet der, in die weinenden Menge fragte: Kann man jetzt noch an Gott glauben? Und dann gab er nach einer Pause die Antwort selbst und sagte: Ja, gerade jetzt kann und muss man an Gott glauben. Sonst endete unsere Hoffnung an unseren Grenzen. Und wir haben es ja als Eingangslied gesungen. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Wir würden an unsere Grenzen stoßen ohne Gott. Das ist es. Nicht yes, we can oder wir schaffen das. Nein, da sind unsere Grenzen schnell erreicht. Das Trümmerfeld dieser Politik hat mehr Opfer als Rammstein. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, über die Mauer der Trauer, die Mauer des Todes, die Mauer des Leides. Ja, die Bibel ist spannender, als viele denken. Sind nicht ein paar Kalendersprüche oder ein bisschen weihnachtliches Wohlfühlevangelium, nicht ein bisschen lieber Gott, der die Fünfe gerade sein lässt? Wer Gefühl sucht, der ist beim Dalai Lama besser aufgehoben. Wer sich in sich versenken will, we can, wir schaffen das, der gehe zu Buddha oder zu Konfuzius. Aber die Bibel bringt uns knallhart, wie unser Leben glücklich und sinnvoll werden kann und wie wir es auch verspielen können. Die baltische Liederdichterin Julia Hausmann fasst das in seiner ganzen Dramatik zusammen, jenseits aller Gefühlsduselei, knallhart und doch einfühlsam. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ja, mit meinem Gott. Und ohne ihn geht's in die Dunkelheit. Und wer genau überlegt, und das sollte man beim Bibellesen, die Restbestände des Verstandes, also auch eines alten Verstandes, wieder aktivieren. Sonst versteht man ja die entscheidenden Aussagen gar nicht. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Da steht ja nicht, Gott reißt die Mauern weg. Sondern die Mauern sind da und ich kann rüber springen. Obwohl Gott das natürlich kann. Er kann Berge versetzen, das wissen wir ja. Er kann Wunder tun. Ja, he can. Er schafft das, nicht wir. Ich habe auf der Herfahrt, und das ist so wunderbar, wenn man von Berlin kommt, es wird von Kilometer zu Kilometer schöner. Und dann, wenn aus dem Nebel die Mecklenburgische Schweiz aufsteigt, man fragt sich, warum fährt man für den Indian Summer jetzt
11 Stunden oder fliegt nach Amerika. Das kann man alles hier haben, wunderbar. Und dann habe ich eine CD eingelegt mit so schönen alten, frommen Liedern der Vergangenheit, mit denen ich aufgewachsen bin. Danke für diesen guten Morgen. Wunderschön. Und dann ein Lied, in dem eine Zeile war, die ich noch nie gehört hatte. Und dachte, das passt doch für heute Morgen. Wo Gott gedankt wird, mit deiner Größe bin ich nicht mehr klein. Was für ein Geheimnis. Das ist Evangelium. Gott groß machen, ohne den Menschen klein zu machen. Das schafft keine Religion, keine Philosophie, keine Ideologie. Gott groß machen, ohne den Menschen klein zu machen. Mit deiner Größe bin ich nicht mehr klein. Er ist bei uns, selbst wenn die Mauern bleiben. Angst, Sterben, Krankheit, zerbrochene Beziehung, das mag, es bleibt alles. Aber mit Gott kann ich drüber springen. Er ist da und lässt mich nicht im Stich. Mit Gott habe ich keine Leidverhinderungsversicherung, aber ich habe Trost. Und Trost im christlichen Sinne heißt Gegenwart Gottes im Leid. Dass er das Leid vielleicht nicht wegnimmt, aber er hält bei mir aus. Er hält bei mir aus, auch wenn es nicht mehr zum Aushalten ist. Mit seiner Kraft. Yes, he can. Psalm 18, Abvers 30. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht unser Herr? Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft aus. Liebe Gemeinde, Mauer, Stacheldraht und Todesstreifen schienen unüberwindbar, unüberwindbar. In den 1980er Jahren mehr denn je. Und gegen die Verzweiflung auch vieler Christen, auch vieler frommer Leute, dichtete Theo Lehmann an, der Uwe Holmer des Südens aus Sachsen, mit der Melodie von Jörg Swoboda, deren Freundschaft mir mehr wert ist als jeder Titel und jeder Preis. Sie dichteten an gegen all die Verzweiflung mit einem Lied der Zuversicht. Und dann heißt es, als eine Mahnung an uns, die wir hier in dieser wunderschönen Kirche in Bistow sind, oder an alle, die uns jetzt hören im Kontrafunk, als eine Mahnung an die künftige Generation. Und alles wird davon abhängen. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht. Dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Wer stirbt, der wird nicht nur zur Erde. Gott ruft ihn zum jüngsten Gericht. Finsternis bleibt für die einen zuletzt. Die anderen dürfen ans Licht. Und wer ans Licht kommt in der Ewigkeit, der darf von den Zinsen dieses großen Kapitals hier schon leben. Mitten in all dem Zerbruch und dem Chaos und der Hoffnungslosigkeit dieser Tage. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen.
lieber Vater, wir wollen dich bitten für die Vaterländer weltweit. Wir wollen dich bitten für die, die Verantwortung tragen, für die Regierenden, für Diktatoren, Präsidenten. Schenk, dass sie dich in den Blick bekommen, dass sie nach deinen Werten fragen, nach deinem Wort, dass sie danach fragen, was du dir gedacht hast, für ihr Volk, für das sie da sein sollen. Du siehst auch jeden Menschen weltweit ganz persönlich, jeden mit seinen Problemen. Wir wollen dich bitten, hab du jeden im Blick, deiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Schenk du vor allen denen, die um deines Wortes und um deines Namens willen leiden, deine Kraft. Amen. Herr Jesus, wir bitten dich für unsere Kinder. Du siehst, in welchen Situationen sie sich oft befinden, wo sie alleine dastehen, nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir bitten dich, stelle ihnen Menschen an die Seite, die ihnen von dir erzählen. Stärke du sie im Glauben, dass sie die Hilfe bei dir suchen, ihre Probleme mit dir zu bewältigen. Herr, du siehst die Jugendlichen, bewahre du sie vor Verführung, hilf ihnen, Orientierung zu finden in den Wirren der Zeit. Herr Jesus, du hilfst den Menschen dort, wo sie dich anrufen. Herr, wir bitten dich für Eltern, die mit ihren Kindern nichts mehr anfangen können, die überfordert sind mit allen diesen Dingen, die neu auf sie zutreffen, ob in Kindergärten, Schulen oder in der Ausbildung. Lass sie erkennen, dass Kinder ein Geschenk von dir sind. Gib ihnen Hilfen an die Seite. Herr Jesus, gib ihnen immer wieder neu den Mut, auch Hilfe bei dir zu suchen, nicht weiter zu resignieren. Herr, mach du sie sensibel für uns, mach du uns sensibel für unsere Menschen, für unsere Mitmenschen gegenüber. Hilf uns, deinen Willen zu tun. Danke, Herr Jesus, dass du uns erhörst und dass du mit uns über diese Mauern springst. Amen. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie unser Herr seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehet hin im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.